Was geht, Leute? Stiller Junge hier. Ich habe mal wieder ein richtig schönes Video für euch. Leider hört man den Jungen etwas leiser, aber ich habe ihn so gut es geht lauter gestellt. Ich hoffe, ihr könnt ihn verstehen. Am besten ist es, wenn ihr das Video mit Kopfhörern anschaut, weil ich glaube, da versteht man mehr als ohne Kopfhörer. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet, einen Kommentar und wenn ihr meinen Creator-Code Stiller Junge eingeben würdet, weil damit unterstützt ihr mich wirklich sehr, Leute. Und ich wollte mich nochmal bei euch bedanken für die 15.000 Abonnenten. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, Leute. Aber ich kann dich nicht annehmen. Du kannst mich da nicht annehmen. Genau, weil, also ich spiele zwar gerade auf dem PC von meinem Onkel, aber das ist mein PlayStation-Account eigentlich und ich muss meine PlayStation verkaufen, dann kann ich kein Fortnite mehr spielen. Wieso? Geldmangel. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich dir eher was geben. Wieso? Ich helfe gerne Menschen, ja. Oha, aber du bist erst 10. Du willst einen TikTok machen? Genau, ich wollte sagen, es tut mir leid, ich habe dich ein bisschen veräppelt, aber ich wollte dich nicht veräppeln. Ich wollte einfach nur schauen, wie deine Reaktion ist. Und deine Reaktion war echt sehr gut. Ich mach dir bald eine Überraschung. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hi, Hallo? was geht? Nichts bei dir? Es geht so. Hast du vielleicht Bock mal hier zu landen, bitte? Okay, ich höre dich ein bisschen leise. Ja, aber ja. Wie alt bist du? 12. Ah, okay. Ich bin 16. Ich hatte dich veräppelt, ich bin nicht 12, eher 10. Oh, wieso hast du mich veräppelt? Ich höre dich manchmal leise, manchmal laut. Aber ich kann dich nicht annehmen. Du kannst mich da nicht annehmen. Genau, weil, also ich spiele zwar gerade auf dem PC von meinem Onkel, aber das ist mein PlayStation-Account eigentlich und ich muss meine PlayStation verkaufen, dann kann ich kein Fortnite mehr spielen. Oha, wieso? Geldmangel. Dann musst du ja auch nicht verkaufen. Ey, wir haben doch kein Geld mehr. Dann frag doch deine Eltern nach Geld. Ja, das ist es ja. Ich wohne ja mit meiner Mama alleine zu Hause und mit meinen drei kleinen Geschwistern. Und jetzt ist das Geld knapp. Und deswegen verkaufe ich die. Bist du jetzt ein Ehrenmann? Na, du bist so ein Ehrenmann. Also du kümmerst dich um deine Familie. Ja, ich mache das halt egal. Ist ja egal wegen dem Fortnite-Account. Ja, aber ich glaube, ich müsste jetzt erstmal ein paar Tage, muss ich auch auf der Straße leben. Du musst auf der Straße leben. Also, schau mal, das ist so. Unser Vermieter hat uns rausgeschmissen von der Wohnung, weißt du? Und dann hat er gesagt halt, ihr habt noch 2 Wochen. Und dann will ich das Geld von euch haben. Also weil wir gerade nicht so viel Geld haben. Und dann sage ich halt immer zu meiner Mutter, dass ich arbeiten gehe. Ich bin zwar 16, aber ich gehe schon so einen Minijob machen, weißt du? Und nach dem Minijob sage ich immer zu meiner Mutter, dass ich jetzt bei einem Freund schlafe, damit halt meine Geschwister genug Platz haben. Weil wir eine kleine Wohnung haben, weißt du? Ja, aber ich habe halt nicht so viele Freunde und dann schlafe ich meistens immer draußen. Was sind das für ehrenlose Vermieter? Du bist echt nett. Würde ich mal voll viel Geld haben, würde ich dir was geben. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich dir eher was geben. Du brauchst das Geld selber. Du musst dir irgendwas kaufen damit. Nein, wofür brauchst du das? Ich gebe das entweder nur für Süßigkeiten oder für Fortnite aus. Siehst du, dann kauf dir lieber Süßigkeiten und Fortnite-Sachen, anstatt mir zu geben. Ich helfe gerne Menschen, ja. Also ich mache das auch schon so aus Natur, einfach irgendwelchen anderen Leuten zu helfen. Zum Beispiel, ich wollte mal mein Taschengeld. Da war so ein Mann in der Stadt auf der Straße, war jetzt noch ein bisschen Geld gefragt. Da war ich in der Nähe, hab dann zugeguckt und hab dem so einfach mal so 5 Euro hingegeben, ohne irgendwas. Einfach so. Ja, einfach so, weil er braucht ja auch was für Essen. Das stimmt. Da hat sich bestimmt was Schönes zum Essen gekauft. Er hat auch noch so ein Bild von seiner Frau. Oh, wie meinst du? Ich hab nicht gefragt, aber ich glaube, die war tot. Also nicht so. Oh. Es gibt ja so Menschen, die sind so zum Beispiel schlechte Menschen, ne? Ja. Und davon sind halt so welche, die vor Obdachlosen, sag ich jetzt, einfach so Sachen essen. Einfach so, einfach genau vor ihren Nasen irgendwas essen. Das ist einfach respektlos vor den anderen. Das stimmt. Man sollte jedem Macht man etwas einfach geben. nicht. Ja, Genau. genau. Man sollte teilen. Meine Mama sagt immer, ich soll mein Geld für mich ausgeben. Ich Ja? sag dann immer, ja, mache ich, aber ich mach's dann einfach nicht. Zum Oh. Beispiel, ich hab mal meinen Cousin, die lieben halt Gummibärchen, ne? Ah, ich mag das auch. Das ist lecker. Ja, und dann kaufe ich denen zum Beispiel mal Gummibärchenpackung oder so. Oha, du bist voll nett. Zum Beispiel, wenn du ganz viel Geld hättest, würdest du zum Beispiel deiner ganzen Familie irgendwas zum Teilen geben, ne? Ja. Ja, guck, und das ist einfach kein Egoist, sondern du bist einfach ein guter Mensch. Das stimmt, wenn du magst. Ich kann dich annehmen, aber also wie gesagt, ab später ist mein Account dann weg, weil ich später die Konsole verpacke. Und wann? Ja, nach der Runde. Nach
Nach der Runde? Ja, dann kann ich nie wieder Fortnite spielen, aber ist nicht so schlimm. Und dann muss ich arbeiten gehen und danach muss ich meinen Platz suchen draußen zum Schlafen. Ich schwöre, wenn ich Geld hätte, ich würde dir einfach so viel Geld geben, bis du eigentlich irgendwas kaufen kannst. Dass du zum Beispiel irgendwas zum Essen kaufen kannst, so, dass du auch genug Ernährung hast. Ich hol deine Karte. Ey, brauchst du nicht. Ich war, du kannst mich sowieso nicht wiederholen. Doch, ich mache alles, damit ich dich holen kann, weil du ein netter Mensch bist. Aber du musst aufpassen, da sind halt noch Gegner. Egal, dann sterbe ich halt auch. Also du bist echt schon so ein netter Mensch. Also, dir kann man also auch vertrauen. Dankeschön. Guck mal, ich mach so, dann baue ich das hier ein und dann hole ich dich hoch, hoffentlich. Und dann bekommst du alle meine Waffen. Was machst du noch so? Spielst noch weiter Fortnite oder guck YouTube? Ach so, hast du auch TikTok? Ja. Dürfte ich vielleicht ein kleines TikTok-Video machen? Du willst einen TikTok machen? Genau, ich wollte sagen, es tut mir leid, ich habe dich ein bisschen veräppelt, aber ich wollte dich nicht veräppeln. Ich wollte einfach nur schauen, wie deine Reaktion ist. Und deine Reaktion war echt sehr gut. Ja, also wäre das für dich in Ordnung, dass ich ein kleines TikTok mache? Weil ich glaube, die Leute mögen dich bestimmt. Du bist nicht arm. Also du hast noch Geld. Ja, also ich wollte mich nicht drüber lustig machen, sondern ich wollte nur deine Reaktion anschauen. Und deine Reaktion war sehr, sehr, sehr schön. Aber ich wollte dich fragen, ob das in Ordnung ist, dass du in einem Video von mir dabei bist. Ja, okay. Gut so, gut so. Und du darfst niemandem in Fortnite sagen, wo du wohnst, weil es gibt gefährliche Leute. Doch, aber außer mein. Also, das sind ja meine Freunde, die ich schon Ja, so privat kenne. das schon, ja. Aber nicht so irgendwelchen fremden Leuten in Fortnite. Nee, das nicht. Okay. Ich mache dir bald eine Überraschung. In 3 Tagen, ne? Ja? Du wirst dann irgendwann was bekommen, okay? Ich möchte Egal, ich nichts. komme trotzdem mal wieder. Danke, du bist echt nett, aber ey, pass wirklich auf, okay? Ja, ciao. Okay, tschüss, viel Spaß noch. Gleichfalls. Ciao. Ciao.